engagieren. Die Frage, was braucht der Mensch zum Leben, beantworten ihre Arbeiten, wie der jetzt hier nicht gezeigte Gemüsegarten von Oma, also Omas Gemüsegarten. Nun, was also braucht der Mensch wirklich zum Leben? Die Ausstellung Crew und Caravan bietet verschiedene Antworten auf diese Frage, die als Impulsgeber für das eigene Handeln verstanden werden können. Gemeinsam ist ihnen das Thema Kreativität, die als Schwungrad dazu beiträgt, den Menschen in seinem Tun und Handeln in Bewegung zu halten. Wiederkehrendes Merkmal ist ebenso das Thema Besinnung, sei es in Form von Reduktion und Konzentration auf das wirklich Wesentliche oder in Form der kritischen Hinterfragung der umgebenden Gegebenheiten. Eng gekoppelt an diese Überlegungen ist dann noch das Thema Verantwortung, die in jedem von uns verankert ist, sei es nun in der ich-bezogenen Form oder Hallo. Hallo, guten Tag. Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, Sabine Fischöder. Ich bin Sabine Fischöder. Fischöder. Mhm. Fischöder. Ich bin Künstlerin und heute sehen Sie von mir die Arbeit Inside Out, direkt hinter mir. Wo ich und Sie gehören zu dieser Crew, ne? Die jetzt hier diese Ausstellung insgesamt macht? Nein, die Crew sind die das organisiert haben, die Kuratoren. Ja. Ich bin eine der Teilnehmer der Ausstellungsreihe, quasi eine Künstlerin, die im September, Oktober letzten Jahres einen Caravan eben gespielt hat. Ja. Und das waren 5 Stück Künstler, unterschiedliche Arbeiten, die zu sehen war. Und meine ist jetzt eben heute hier nochmal zusammen mit den Veranstaltern, Organisatoren. Genau, von diesem tollen Caravan habe ich schon viel gehört. Und ihr wart damit schon unterwegs. Ja, der Caravan hat schon sehr, sehr viel erlebt. Richtig. Ja. Der war. Und in dieser Broschüre gibt es auch ein Bild davon, glaube ich, wo ihr wart. Genau, hier gibt es verschiedene. Ja, das war jetzt in Nettetal. In Nettetal. War es denn nett in Nettetal mit dem Wohnwagen? Oh ja, unglaublich. Natürlich war das nett. Wo wart ihr da? Das war auf dem Van Eyck-Gelände, ja, wo eben auch ein Künstlerpärchen über mehrere Jahrzehnte in einem Wohnwagen gelebt hat. Und das gab dann auch für mich den Anstoß, das Thema zu wählen, was braucht der Mensch zum Leben. Warum haben die im Wohnwagen gelebt? Ach, wahrscheinlich, weil sie es wollten. Also die brauchten halt nicht mehr. Für die war das völlig ausreichend. Die hatten schöne Natur, ist ein sehr schönes Gelände, landschaftlich viel Wald und hatten Platz zum Arbeiten und ja. Was hat ihnen eben gereicht. Ja, was ist jetzt da passiert mit den Wohnwagen? Also sie haben den dahingestellt und dann kamen Menschen dahin, haben sich das angeguckt oder was ist da passiert? Ja, selbstverständlich. Das war eine Ausstellung. Es gab parallel dazu eben auf dem Gelände im Wald eine Künstlerin, ja, die Monika Schneider, die ausgestellt hat. Innen drin, in dem Gebäude, in dem Ausstellungsraum, war die Silvia Roth, die ausgestellt hat. Und das waren wir 3 Künstlerinnen, die dort eben gearbeitet haben. Und das war eine Ausstellung, die ging über ein langes Wochenende, 5 Tage. Und ja, selbstverständlich mit Eröffnung, wie das immer so ist bei Ausstellungen. Vielen Besuchern. Johannes Dahl hat die Rede gehalten.
Wie hat den Leuten jetzt dieser Wohnwagen mit den vielen, ja, das sind ja eigentlich Plastiktüten, ne? Ja, ja. Haben Sie die, hat das lange gedauert, die zu sammeln? Nö, relativ schnell. Ich habe einfach sämtliche Bekannte für mich arbeiten lassen und jeder kam dann immer mit einem Päckchen und hat mir welche vorbeigebracht. Also Plastiktüten, da gibt es ja unglaublich viele. Und haben Sie die einzeln zusammengeklebt oder haben Sie da eine große Plane, wo denn das draufgeklebt wurde? Beides. Beides. Genau. Ja. Und ja, innen drin ist eigentlich der wesentliche Teil der Arbeit. Das ist, sind vier Fernseher mit bewegtem Bild, mit Ton, Geräusch, Kulisse, wo ganz viel durcheinander geredet wird. Genau, ganz das viele hört, das, Schlagwörter. Das hört man jetzt im Hintergrund. Was wollen Sie damit ausdrücken? Ja, es sind vier verschiedene Interviews von Menschen, die eben auch aus dem Umfeld hier kommen, die hier leben, die gesprochen haben, wo ich Fragen gestellt habe über Liebe, über Glück, über Familie, über Freunde, über Gesundheit. Und das bildet quasi nochmal den Kontrast zwischen dieser Konsumcollage, dem, was da eben an Kommerz, Geld, materiellen Werten durch die Plastiktüte ausgedrückt wird, sprechen eben die Menschen ganz frei, was sie dazu denken, als subjektive Meinung, was ihnen eben wichtig ist im Leben. Ja. Sagen sie einfach, wie sie dazu stehen. Ja, das waren die Interviews, die ich eben auch im Umfeld von Nettetal geführt habe. So, jetzt ist es hier ein bisschen leiser. Wir haben gerade den Wohnwagen angesehen und haben auch diese Töne aus dem Wohnwagen heraus gehört. Und die Frage ist eigentlich, es geht ja darum, was braucht der Mensch zum Leben? Hat das ganze Projekt auch so soziale Aspekte? Es ist auf jeden Fall eine sozialkritische Arbeit, würde ich sagen. Eher auch eine stärkere Arbeit, die jetzt nicht nur andeutet, sondern ganz offensichtlich eine Frage in den Raum stellt, allerdings ohne Antwort. Es steht jedem frei, wer möchte, guckt sich die Hülle an, denkt, oh, das ist aber schön bunt und geht weiter. Wer möchte, nimmt sich die Kopfhörer, hört auf die Texte, setzt sich hin, macht sich Gedanken und kommt zu eigenen Antworten. Was sind das für Texte, die man da hört? Es sind Menschen, die über Glück, über Liebe, über Familie, Freunde, über Gesundheit sprechen, über Freiheit, über Geld. Ich habe Menschen aus Nettetal interviewt, Umfeld, aus der Umgebung, jedem die gleichen Fragen gestellt und die Antworten, so wie sie waren, dann eben jetzt ausgestrahlt. Das ist ganz objektiv, das, was die Menschen eben erzählen wollten zu den Themen. Und genauso ist natürlich auch jeder Betrachter, der meine Arbeit sieht, dazu eingeladen, sich selbst zu positionieren, seine eigene Meinung zu haben. Mit der Arbeit möchte ich eine Frage stellen, keine Antwort geben. Ja, also dass ich, wenn ich das jetzt richtig verstehe, die Leute fragen können, was brauche ich eigentlich wirklich selbst, um, ich weiß nicht, glücklich zu sein oder ein gutes Leben zu haben. Wie viel Raum brauche ich und was ist zentral wichtig insgesamt? Ja. Jetzt ist ja so, dass wir haben ja im Moment Klimawandel und man merkt Temperatur- und Wetterveränderungen und was wir an CO2 ausstoßen beim Fahren oder auch durch unsere Lebensweise. Geht das auch in die Richtung oder geht das erstmal nur so um, dass die Leute sich selbst hinterfragen? Selbstverständlich arbeite ich sehr viel mit Plastik, sehr viel mit Wegwerfprodukten, greife diese auf. Das ist ein Thema, das in meiner gesamten künstlerischen Arbeit mitschwingt. In dieser Arbeit ist das eher im Hintergrund und es geht tatsächlich, was braucht der Mensch zum Leben? Und es ist im Vordergrund die Frage natürlich nach dem Materiellen oder eben sind es diese seelischen Qualitäten. Ja. Das ist die Frage, die hier im Vordergrund steht. Das heißt, das andere schwingt eigentlich nur mit, aber ist irgendwie auch da. Weil ich habe so mit diesem Plastik, da wird ja Erdöl verbraucht, um das Plastik herzustellen. Aber das ist jetzt nicht so im Vordergrund, sondern erstmal. Nee, das ist allgemein bei vielen meiner Arbeiten einfach, dass ich mich damit auseinandersetze. Meistens auch eher in den Raum stelle, als zu verurteilen. Oft humoristisch, bunt, Lebensfreude schwingt mit. Auf jeden Fall ist es immer sozialkritisch, immer auch ein bisschen dieser ökologische Aspekt, der dabei ist. Ja, aber in dieser Arbeit einfach nochmal ein anderes Thema.
Tages. Okay, dann sage ich erstmal danke. Gut. So, hallo. Ja, hallo. Hier haben wir einen weiteren Künstler, der heute hier aktiv ist und seine Werke aufstellt. Könnten Sie sich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Gilbert Choice und ich bin Bildhauer und gehöre auch zum Organisationsteam hier von dem Caravan- und Satellitprojekt. Und wir haben heute hier die Gelegenheit, was wir ja während des Projektes nicht konnten, unsere eigenen Arbeiten hier mal auszustellen. Und das ist eine Arbeit von mir dort in dem Gewächshaus mit dem Thema Klonen oder Klone. Und das ist eine Arbeit, die aus einem dreizügigen Zyklus kommt, der schon seit 1999 von mir betrieben wird. Können wir ein bisschen näher angehen? Ja? Dann sieht man auch ein bisschen mehr. Was sieht man da jetzt? Also es sind ja so Würfel, ich glaube Beton ist das. Also man sieht jetzt erstmal eine Art Gewächstisch, der normalerweise im Gewächshaus steht, wo dann so Anzuchten drauf ausgelegt werden. Und da ist ein Rollrasenbeet drauf, also echter Rasen. Und da stehen 10 Acrylformen drauf und in den Acrylformen ist Beton drin. Mhm. Und dieser Beton ist das Material Beton ist im Grunde, steht das für diese Klone, die also da jetzt auf die Ausschalung warten, also dass man die Form öffnet und dass man dann die Klone quasi zum Leben erweckt. Ja. Ja. Klonen hat ja heute sowas damit zu tun, dass Menschen oder Lebewesen geklont werden. Und jetzt sehe ich hier Betonklötze. Ja gut, das ist ja symbolisch und kann ja jetzt ja nicht mit lebendem Gut arbeiten. Ja. Aber der Beton ist schon von seiner Aussage her eigentlich der Klon eines Natursteins. Ja. Vom Kalkstein her abgeleitet. Ich glaube, wir gehen mal wieder in den Schatten rüber, weil da kriege ich hier den besser. Okay. Gut. Ich hab mal auf der Baustelle gearbeitet. Ja. Daher ist der Stoff Beton für mich etwas sehr Bekanntes. Das wird geschalt und da wird Beton reingegossen und dann habe ich hinterher da eine Wand stehen. Genau, ne? So ist und das ja mit der Form da auch. Die wird also vollgegossen und wenn dann das ausgehärtet ist, dann kann man in der Regel die Form öffnen und das Abgeformte dann da rausnehmen. Ja. Das ist aber hier nicht so ganz einfach, weil hier muss ich schon eine Entscheidung treffen, ob ich die Form öffne, weil da muss ich sie zerstören. Ja. Und das steht für mich eigentlich von der Idee her für auch das Zerstören des Wissens um das Machen. Ja. Und die andere Möglichkeit ist halt, dass man wartet, bis der Beton zerfressen worden ist von den Salzen, die jetzt über diesen Nährboden, über diesen Rasen da eindringen, über die Kapillaren in den Beton eindringen und den ganz langsam zersetzen, ja. Dann ist der Klon zwar zerstört, aber die Form ist immer noch erhalten und kann wieder genutzt werden. Also das ist jetzt so einfach mal eine Entscheidungsfrage, die man sich da stellen muss. Und das Ganze beschäftigt sich natürlich im Kern überhaupt mit dem Thema der Genmanipulation oder der Gentechnologie und letztendlich natürlich dann auch zum Thema hier der Ausstellung brauchen wir das zum Leben. Ne? Ja. Und, eigentlich ist ja das, was innen drin ist, also jetzt hier der Beton, ist wichtiger wie die Hülle. Richtig. Und was mir jetzt aufgefallen ist, wenn ich in Städte gehe, habe ich... Will ich nicht unbedingt sagen, dass der wichtiger ist als die Hülle. Die Idee, die dahinter steckt, ist ja auch wichtig und das ist dann die Hülle. Ne? Ja. Also da muss man, das muss man irgendwie gleichwertig sehen. Okay. Und da ist halt auch die Verantwortung dann letztendlich gefragt, ne? Dass man da richtig mit umgeht. Ja. Ob man es überhaupt macht, ob man überhaupt die Idee entwickelt und aus dieser Idee heraus dann auch
so ein Produkt dann schafft, ist auch eine Frage, die halt auch mit dem grundsätzlichen Thema, was brauche ich zum Leben, auch zu tun hat. Also die Kreativität auf der einen Seite, die ich als Mensch habe, hat auf der anderen Seite auch die Verantwortung. Ja. Ne? Okay. Und danke. Ja, ja. Das nehme ich. So, und jetzt gucken wir uns das nochmal genauer an. Und ich muss aufpassen, dass ich keine von den schönen Blumen kaputt mache. Genau. Also jetzt zieht jetzt das Wasser in den Nährboden, in diesen Rollrasen, im Mutterboden. Ja. Und von da aus dann in die Betonfläche rein. Und man kann also hier schon sehen, dass sich hier schon Wasserfilm gebildet hat. Mhm. Und der hat auch eine bestimmte Farbe, das heißt, sind da auch Nährstoffe drin. Ja. Und hier kann man natürlich auch diese Abperlungen sehen, hier ist also Feuchtigkeit drin. Und diese Feuchtigkeit transportiert Salze hier in den Beton hinein. Ja. Und der wird auf Dauer diesen Beton zerstören. Also das Normale, was man ja so kennt, ist, dass mit der Zeit, das Wasser zieht hoch, dann kommt Winter und Kälte. Ja gut, da kommt natürlich noch die Frostauswirkungen, aber hier haben wir eigentlich jetzt erstmal so einen chemisch-physikalischen Prozess. Ja. Und im Winter natürlich durch die Einlagerungen der Salze, die dann auch das Wasser binden, haben wir natürlich dann auch die physikalische Zerstörung durch Frost. Ne? Ja. Und dann bleibt halt die Form erhalten und die Form ist die Idee. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mit der Kamera einfange. Ja. Das sind jetzt 10 Stück. Das sind 10 Stück. Hat und die Zahl 10 da irgendeine Bedeutung? Ja, ab 10 kann man so von Serie sprechen. Ja. Und, hier geht es auch schon um eine Serienproduktion. Mhm. Also man will. Ich muss immer gucken, dass ich auch Bilder erzeuge. Ja. Okay. Ja. Dann sage ich nochmal danke, ne? Ja.